Ja, moin moin und ganz herzlich zurück willkommen auf dem Kanal. Jo, eine Woche kein Video, beziehungsweise ja, insgesamt dann halt 2 Wochen, also eine Woche fehlt zwischendrin, weil ich lag komplett flach, wusste nicht, wie ich sitzen, stehen, liegen sollte, aber dank lustigen Pillen bin ich jetzt wieder einigermaßen in der Senkrechten. Und passend dazu gab es die neue Maniac, die steckte nämlich heute im Briefkasten. Und ja, wieder schönes, quietschebuntes Abo-Cover drauf. Oh, diesmal aber nicht auf der Rückseite, da ist jetzt Werbung. Okay. Bringt vielleicht 1 Euro mehr, der notwendig war. So, wir gucken mal rein. Ich hoffe, das blendet hier nicht so. Ja, so weit, so gut. Da ist die Lampe, genau. Halten wir das so, dann sollte das funktionieren. Redaktionsschluss, Mist. Ja, Mist. Also das neue Jahr hat bei uns auch nicht so toll angefangen, muss ich sagen. Flach gelegen, Auto kaputt und ach, ne? Unnötig Zeit und Geld rausgehauen dafür, dass das Jahr noch so jung ist. So, schauen wir mal. Spieleausblick 2021. Ja, das neue Jahr, neue Konsolen, ne? Da wird wohl so einiges am Start sein. Wir gucken mal, Top-Thema haben wir. 2021, Jahr des Umbruchs. Die neue Hardware-Generation ist gestartet, jetzt dürfen die Spiele kommen. Wir stellen 60 interessante Titel vor. Ja, da ist natürlich ein ganzer Teil dabei. Da natürlich aktuell mit neuen aktuellen Sachen. Polymega, der modulare Retro-Alleskönner, Fragezeichen. Das ist nämlich der Kollege, den wir eben hier schon gesehen haben, ne? So, dann geht's weiter mit Coming natürlich, was dann noch so auf uns zukommt. Spieletest Cyberpunk 2077, das Spiel, was irgendwann mal rauskommen sollte und dann auch wirklich irgendwann mal rausgekommen ist. Jo, und diverses andere. Dann haben wir natürlich noch Nachspiel. Da haben wir diesmal No Man's Sky. Import Only, Sega Astro City Mini, okay, alles klar. Dann haben wir Download Only, auch immer sehr interessant, sage ich ja jedes Mal, ne? Die Sachen, die man halt wirklich nur runterladen kann, wo man auch dann, ja, wenn man halt so nur halb in der ganzen Sache drin ist, auch mal Sachen verpasst, die da eventuell nicht zu verpassen sind, ne? Also die so gut sind, dass es wert sind, gesehen zu werden. Deswegen bin ich da auch immer sehr Fan von dieser Geschichte. Ja, dann interaktiv natürlich Leserbriefe von den Lesern und Rubriken. Spieleindex auf der rechten Seite und wir schauen dann einfach mal rein. So, 2021. Ja, wie gesagt, fing irgendwie nicht so dolle an. Mal gucken, was der Rest des Jahres noch bringt. Der hat ja noch ein bisschen Zeit. Und hier sehen wir mal eine ganze Liste an Spielen, die kommen für die neuen Konsolen. Yo. Action und Ego-Shooter. Ja, das ist ja, ne, Ego-Shooter immer der absolute Geldbringer, würde ich mal behaupten. Ich bin ja nicht so der absolute Ego-Shooter-Fan-Action, also von links nach rechts durchballern, dem kann ich mehr abgewinnen, komischerweise. Back for Blood. Ghosts and Goblins Resurrection, okay. Ja, wir schauen einfach mal ein bisschen durch und lassen die Bilder ein bisschen auf uns wirken. Action-Adventure, das wird dann schon interessanter. Horizon Forbidden West, sieht sehr schick aus. Resident Evil Village, ja natürlich, auch ein Thema, ne? Legend of Zelda Breath of the Wild, natürlich, natürlich, natürlich. Schauen wir mal ein bisschen weiter. Hitman 3. Einmaliges Durchspielen der Mission ist nicht der Sinn des Spiels. Okay, also Langzeitmotivation ist da gesagt, angesagt. Ein bisschen Werbung für die Audiovision, die M-Games im Kombipaket. Dann haben wir Adventures, ne? Auch immer sehr interessant. Also persönlich gesehen, Leisure Suit Larry, ja, den gibt es immer noch, den gab es schon vor Ewigkeiten. Herrlich. The Medium, okay. Ja, hatte ich auch schon mal was drüber gesehen, war auch ziemlich interessant. Geschicklichkeit und Jump und Run, ne? Da haben wir natürlich hier Super Mario 3D World. Und ja, ich bin immer noch Mario 2D-Fan und das Mario 35. Das läuft bei uns auch des Öfteren mal. Rennspiele und Sport, da bin ich ja nicht ganz so Fan von. Ah, aber hier, das hatte ich im allerersten Video, was überhaupt hier digital auf dem Kanal war, also über digitalen Inhalt. Da hatte ich ja gesagt, das Spiel, das würde ich mir gerne mal anschauen. Und ich habe jetzt irgendwie auch verpennt, wie das hieß und hatte jetzt noch nicht die Muße, wieder nachzuschauen, wie das wirklich hieß. Circuit Superstars, genau. Es gab früher auf dem Game Boy, das habe ich gezockt, ich weiß noch damals, da lag ich im Krankenhaus mit dem Blinddarm oder so, Super RC Pro-Am.
Also Fernsteuerung, Autos über so eine kleine Piste jagen. Und auf dem NES damals noch, das war so ein, ja, quasi wie so ein Dirt-Track quasi, auch von oben, ISO-Perspektive. Und auch so mit so Hügeln in der Mitte, da konnte man immer so jumpen mit so Pickups. Das weiß ich auch noch. Das habe ich auch gespielt bis zur Vergasung. Also diese ISO-Spiele, die haben es mir angetan. Deswegen hatte ich hier auch einen Blick drauf geworfen. Und ja, 2021 ist natürlich relativ vages Datum jetzt. Aber wenigstens weiß ich, dass es nicht schon raus ist. Also ich habe es nicht gepeilt, sondern es kommt erst noch raus. Das ist schon mal gut zu wissen. Sehen wir wohl. Ja, natürlich Rollenspiele. Das ist das, also persönlich Nonplusultra für mich. Da bin ich immer sehr großer Fan von. Gerade alte, so, also Retro-Rollenspiele, sag ich mal, sowas in der Art. Das sieht schon mal ganz fein aus. Oder natürlich auch gut gemachte neue. Aber ich stehe halt auf so Geschichten wie Octopath Traveler und Konsorten. Also das Spiel, das fand ich sehr, sehr schön. So, Disco Elysium. Ja, ne? Auch schon mal was von gehört. Interessant. Monster Hunter Rise. Jo. Action-Rollenspiel, ja. Also ich bin ja eigentlich immer mehr so der rundenbasierte Mensch. Und dann kommen wir jetzt hier zu Strategie und Simulation. Und da sehen wir hier auch ein Spiel, was bei Steam auf meiner Wunschliste wohnt. Oh, es blendet, wieso? Iron Harvest. Und für die Leute, die das Spiel noch nicht kennen, das ist ein Echtzeitstrategiespiel. Und das basiert auf der Welt von Scythe. Und die Welt, also das ist ein Boardgame. Gibt es auf dem Kanal hier auch diverses an Videos, also Vorstellungsvideo, Unboxing-Video, auch mit Let's Play, mit drei Kameras sogar von damals, ja. Und ist so eine Aufbaustrategie mit Krieg auch dabei. Hier, denke ich mal, ist der Kriegsaspekt etwas mehr im zentralen Fokus. Und dieses Spiel, das hat damals bestochen durch diese absolut. Die Spielmechaniken sind sehr gut, ohne Frage, aber auch durch das brillante Spielmaterial und natürlich die brillante Optik. Und diese Optik, oh, Knoten in der Zunge, die ist der Feder von ja, Jacob Rosalski. Also, das ist jetzt, denke ich mal, die englische Aussprache. Ist ein polnischer Künstler und der hat dieses ganze Universum geschaffen mit diesem Max und dem ganzen Gedöns. Das ist so ein wunderschöner Kontrast aus ja, so einfachem Dorf- und Landleben in Verbindung mit irgendwelchen Max und Krieg und ja, super interessantes Spiel. Also ich kann das Brettspiel, das Boardgame empfehlen auf jeden Fall. Und Iron Harvest ist es mir im Moment noch zu teuer, aber wenn es günstiger wird, werde ich mir das auf alle Fälle gönnen, weil ja, must have. In meinen Augen. Ich bin ja auch, ne? Mein erster Rechner habe ich ja schon erzählt, der habe ich mir für Command & Conquer damals gekauft und meine ganze Kohle dafür auf den Kopf gehauen. Pentium 90. Oho. Ja. Ja, Thrustmaster. Ja, brauche ich nicht viel zu sagen, ne? Auch ein Name in der Spielszene. Dann aktuell. Schauen wir mal. Satellite San Diego. Nintendo kauft LM3 Studio, okay. Neuer Xbox-Controller? Fragezeichen. Ja, also viele interessante Themen hier mal wieder. Google Stadia expandiert. Ah, hier, ne, hier, das ist immer so schön. Ich liebe diese kleinen Neuigkeiten, wo man hier mal durchblättern kann. Neustart. Filmneustart für Mortal Kombat. Okay. Okay. Also hier kann man immer so ein, zwei interessante Sachen aufschnappen. So Klatsch und Tratsch. Was haben wir hier denn? Tots Café verkauft diesen mit Pilzen belegten Burger. Ja, ne, das macht bei dem Namen auch Sinn. Würde ich tatsächlich essen. Ich liebe nämlich Pilze. Da wäre ich durchaus für zu haben. Und so ein schöner Burger. Ja gut, Mohn oben drauf muss nicht unbedingt sein. Aber naja. Shigeru Miyamoto stellt Super Nintendo World vor. Ja, guck mal hier und guck mal da. Interessant. Oh, okay, 550 Millionen US-Dollar Investitionskosten. Okay, alles klar. Ja, auch wieder interessant. Also hier viele interessante Artikel hier schon drin. Ich freue mich. Konzeptstudie zeigt, wie PlayStation VR 2 aussehen könnte. Okay, also nichts Definitives, aber schon mal, ne? Ja, diese VR-Geschichte irgendwann. Ja, ne? In ferner Zukunft und so. Ihr kennt das, da werde ich dann auch mal. Polymega, ja. Retro ist ja schwer in, das ist ja nicht unbedingt was Neues. Und ja, also gerade bei uns, ich muss ehrlich gestehen, bei uns laufen mehr Retro-Games, als dass ja, als dass wirklich aktuelle Spiele auf den Tisch kommen.
Gut, so ein, zwei aktuelle Sachen haben wir natürlich auch gespielt. Ist jetzt aber auch so, dass wir halt eine Switch haben und die Switch jetzt nicht unbedingt das Grafikmonster ist. Deswegen solche ultra fetten Spiele, ja, sind jetzt halt darauf nicht möglich, aber es geht halt schon diverses und wir sind aber trotzdem selbst bei den Neuanschaffungen. Also das teuerste Spiel, was wir uns gekauft haben, damals mit der Switch direkt zusammen, das war Octopath Traveler und das haben wir uns wirklich, weil wir das Spiel unterstützen wollten und das Team dahinter unterstützen wollten, haben wir uns das wirklich original, damals, ich glaube im Saturn, oder wurde, ja, ich glaube im Saturn haben wir die bei der Black Week damals geholt, die Switch, wirklich zum Originalpreis gekauft. Und wir haben es auch nicht bereut. Ja klar, ist viel Geld und man hätte es gebraucht, bestimmt später woanders günstiger kriegt, bla bla bla. Oder halt irgendwie, wenn Online-Auktionen, Aktionen, nicht Auktionen sind, dass man das halt rein digital runterlädt. Aber da war es uns wichtig, das so zu haben. Und das ist eigentlich so mit das aktuellste Spiel, was wir haben oder gekauft haben für die Switch wirklich. Und ja, das ist aber halt auch wieder auf Retro gemacht. Also ihr seht, um nicht zu viel um den heißen Brei rumzulabern, bei uns ist Retro, ja, angesagter als die aktuellen Spiele. Ich bin mal gespannt, wenn wir irgendwann dann mal vielleicht im Laufe dieses Jahres eine PlayStation 5 uns zulegen, wenn das dann mit der Kohle hinhaut, wenn das mit den Autos nicht weiter so geht, ne? Weil ja, da hätten wir dann auch schon eine PlayStation für kaufen können für die Scheiße, was wir jetzt mit den Karren hatten. Naja, egal. Wie gesagt, dann mal schauen, ob dann macht es natürlich Sinn, auch gescheite neue Grafikmonster-Spiele zu holen, sonst lohnt sich nämlich die Konsole nicht. So, lange Rede, gar keinen Sinn. Wir gucken weiter. Coming. Was wir denn hier Schönes alles kriegen. Und ja, prall gefüllte Seiten, wer hätte das gedacht? Mit neuen Konsolen, da geht die Post ab, ne? Und, jo, da ist viel zu lesen. Da werden wir auch mal in Ruhe uns, also beziehungsweise ich mir das in Ruhe heute Abend im Bettchen mal angucken, was denn da alles so kommen mag. So, dann haben wir hier natürlich Weitercoming etwas mehr im Detail. US Crimson Desert Mass Effect. Ja, guck, Action-Rollenspiel. Jojo. So, da haben wir natürlich mal wieder das mittlerweile altbekannte Duell. PlayStation 5 gegen Xbox Series X bzw. S, also nicht wahr? Da, hier geht es auch. Hier lese ich gerade schon unter die über die Kompatibilität von alten Spielen. Da ist die Xbox ja weit vorne, wie ich das so im Moment im Kopf habe. Jo, dann wird hier diverses verglichen. Auch Hardware, dann Multimedia-Probleme, Abstürze. Also da könnt ihr wirklich mal gucken. Es gibt ja noch nicht so ganz so viele Leute, die eine PS5 haben. Und dann gibt es, glaube ich, noch weniger Leute, die eine neue Xbox und eine PS5 haben, um da den direkten Vergleich zu ziehen und sich dann auch noch die gleichen Spiele kaufen. Da ist dann sowas hier natürlich perfekt, um da mal zu checken, was denn dann wirklich hier Sache ist. Und ja, die Jungs, die machen das beruflich, die haben auch Ahnung davon. Also schau mal. Ja, dann haben wir, es war einmal Januar 2001. Jo. Screen Fun, ja. Das war noch Zeiten. Ja, ne? Ich schwelge gerade so ein bisschen in Erinnerung, gucke gerade hier die Spiele, die da so rausgekommen sind damals. Jojo, so war das damals. So, jetzt geht's los. Cyberpunk 2077, Spieletest hier, der große Spieletest. Natürlich. Lange angekündigt. Und hier aber auch gleich dann irgendwie einmal aufgelistet, was denn dann alles so ein bisschen daneben gegangen ist. Die Wertung ist natürlich trotzdem noch weit im oberen Bereich, würde ich sagen. Und ja, also werde ich mir definitiv auch holen, wenn wir dann mal eine neue Konsole haben. Dann auf jeden Fall. Der Anfang der Endzeit, das ist auch schön. Hier haben wir so ein bisschen eine Zusammenfassung, so einen Zeitabriss, was es denn alles so an Cyberpunk-Geschichten gab. Ja, Shadowrun darf natürlich nicht fehlen. In dem Zusammenhang. Natürlich, natürlich, ja, da sieht man viele alte Bekannte. Blade Runner natürlich, sicher. Yo, Heavy Metal, der Film hier unten. Yo, yo, yo. Oh Mann. Ja, Akira natürlich, wer irgendwie Anime- und Manga-Fan ist, der ist natürlich um Akira auch nicht rumgekommen, würde ich mal behaupten. Ja, wer den noch nicht gesehen hat und noch ansatzweise darauf steht, ich denke mal, den dürfte ja nicht durch die Lappen gegangen sein, aber absolutes, ja, Must-have, beziehungsweise also sollte man gesehen haben. Populus, Bullfrog Gang, ja, genau, natürlich hier, da, ja,
Genau. Ach ja, da schwelgen wir doch so gerade so ein bisschen in Erinnerung, ne? Ja, oh, Shadowrun. Das war noch was. Genau, Bullfrog. Ja. Ja, lang, lang ist's her. Aber ich finde dieses Cyberpunk-Setting finde ich prinzipiell immer sehr, sehr gelungen. So, dann schauen wir weiter. Spieletest. Space Invaders Forever. Ja, manche Sachen sterben einfach nie. Genau wie FIFA. Fußball natürlich immer überall. Und so weiter und so fort. Turrican Flashback. Ja, das ist natürlich schon wieder eher was für mich. Ne, schnuckelige Retro-Games zusammengepackt. Herrlich. Da habe ich, glaube ich, sogar noch die Cartridge für Super Nintendo ein. Ja, doch, ich auf jeden Fall. Ja, Nachspiel. No Man's Sky hatten wir ja schon gesagt. Dann geht es weiter mit Download Only. Breath Edge, Grifflands, Super Meat Boy. Ja, der Name ist immer noch geil. Die Bewertung nicht ganz so. Synthetic Ultimate. Okay, nein. Witches Disruption Among Us. Yo. Yo, das habe ich mir schon gesagt, dass das relativ gut abschneiden wird. Body Variants Call of the Sea sagt mir jetzt mal gerade gar nichts. Oh, okay. Aber gut abgeschnitten. Kenne ich jetzt mal überhaupt nicht. Was machen wir denn da Schönes? Worum geht es im Spiel? Rätseln, erkunden, lesen. Okay. Launiges Lovecraft-Adventure. Alles klar. Okay, das ist mir irgendwie, ja, so ein bisschen, ein bisschen durchgegangen. Deswegen, ich sage, hier gibt es immer so viele geile Sachen. Wie sagt der gute Mensch von Indie Games immer? Hidden Gems, sagt er immer, ne? Versteckte Perlen. Auch interessante Grafik hier. When the past was around. Okay, alles klar. Neoverse, Sense, Dicey Dungeons. Dungeons und Dice in einem Wort, das kann, in einem Spiel, das kann eigentlich nicht schlecht sein, ne? Worum geht's da? Kämpfen, ausrüsten, würfeln, ja, okay. Monster Train. Ui, dicke, fette Bewertung an Kartenspiel tatsächlich. Okay, was machen wir da Schönes? Karten-Roguelike, okay. Ja, das sieht doch schon mal interessant aus, ne? Also kann man nicht anders sagen. Da muss ich auch mal einen näheren Blick drauf werfen. Gibt es das denn auch für die Switch? System, Xbox One. Okay, mal schauen, mal schauen. Das sieht interessant aus. Einen Blick drauf werfen werde ich auf alle Fälle. 60 Seconds Reatomized, auch ein interessanter Titel. Pixel Jump, alright, okay. Wingspan. Das ist, glaube ich, eine Brettspielumsetzung, wenn ich mich recht entsinne. Grindstone. Ja, also von bis alles dabei an Bewertung, ne? Collection of Saga Final Fantasy Legend. Ja, nun gucke mal da. Drei gute Rollenspiele, tolle Musik. Ja, die kennen wir noch. Da habe ich sogar ein Modul noch im Originalen. Für den Gameboy. Football Manager, ja, das ist ja wieder so ein bisschen, ne? Sport bin ich ja nicht ganz so viel zu holen, wie zu haben, wie gesagt. Ja, dann diverse weitere Titel, ne? Ich überfliege das hier immer mal so nebenbei. Jo, dann natürlich nur im Abo, also wenn ihr Lust und Laune habt, die Jungs hier zu unterstützen. Und ja, natürlich hier auch so ein schönes Printmedium, was ja gar nicht mehr so, ja, so häufig ist heutzutage, in den Händen zu halten. Dann könnt ihr das hier machen und abonnieren. Das Schöne an dem Abo ist, ihr könnt sagen, ich möchte das für ein Jahr abonnieren. Wenn ihr nach einem halben Jahr keinen Bock mehr habt, dann sagen sie, jo, ihr habt sechs Ausgaben gekriegt oder was und die anderen sechs, dafür kriegt ihr die Kohle zurück. Also perfekt. Besser geht's nicht und ja, dafür schöne Zeitschrift. Und ich freue mich immer wieder, dass es sowas noch schön in Printform gibt. Ich bin halt alt, was soll ich tun? Jo, weiter geht's. Sega Astro City Mini. Okay, nach dem Game Gear Micro veröffentlicht Sega ein zweites Minisystem ausschließlich in Japan und das bietet so einiges, das den Import lohnt. Okay, da wohnt anscheinend diverses drauf, was man damit, also was das rechtfertigt. Okay, My Hero Space Girl Fantasy Zone, Wonder Boy, Alex Kidd, Alien Syndrome, Wonder Boy, Shinobi, Sonic Boom. Titel A, hier haben wir es auch nochmal aufgelistet. Ich hatte so gerade hier aus dem Menü gelesen. Okay. Ja, warum nicht? So, interaktiv eure Briefchen.
Dann starke Spieler für Einsteiger. Ah, okay. Hier haben wir dann noch mal Fernsehchen. Das ist ja auch mal so ein Thema, ne? 1300 Öcken. OLED-Preisbrecher 55 Zoll. Jo. Ja, da kann man auch richtig, richtig Asche lassen. Das ist schon so, ja. Andernteils, warum sollte man sich eine Top-Konsole kaufen, wenn man dann halt die Leistung nicht auf dem Fernseher umsetzen kann? Das ist natürlich dann ein bisschen Scheiße. OLED-Schnäppchen. 1400 Euro. Ja. Ja, aber wie das halt immer so ist, die Preise, die gehen runter, wenn man nicht immer sofort am Anfang das Beste vom Besten haben will, dann kann man dann auch mal später ein bisschen, ne, zuschlagen. Und ja, ist halt so. Wie gesagt, macht bei uns erstmal eh keinen Sinn. Gut, wir haben einen 4K-Fernseher, aber es macht halt erstmal so keinen Sinn für die Spiele, die wir spielen im Moment. So wollte ich das gesagt haben. Für alle, die halt irgendwie, ne, die neuen Spiele spielen, da macht das definitiv Sinn. Jo, gut. Dann sind wir auch schon durch. War eine schicke Mütze. Und ich würde sagen, wir freuen uns auf den nächsten Monat. Was haben wir im nächsten Monat? Test Super Mario 3D World. Bowser's Fury, Persona Strikes, Hitman 3, bla 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 bla. Okay, Retrospektive 3DS, ja guck. Ja, schick, alles klar. Gut, dann sind wir durch mit der Maniac. Das ist dann die Ausgabe gewesen, Nummer 329 für Februar 2021. Und ich würde sagen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen was zeigen. Und ja, wenn es euch gefallen hat, ihr wisst das ja, Daumen da lassen, am liebsten Abo da lassen und so weiter und so fort. Erzählt mal weiter, was wir hier so tun. Schaut auch gerne mal in die analogen Sachen rein, die hier so passieren. Das macht nämlich den Hauptteil eigentlich von dem Kanal aus. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut, ciao, ciao.